nochmal Keine Zeit zum Leben, eine Ansage, was der Film ist und wie er war, die Dreharbeiten und was man sich freut. Die Dreharbeiten waren der Horror. Ich hatte nur Paras. Ich hatte Angstzustände vom feinsten Alter. Und ich sag dir was, der Film ist straight, real, fucked up. Alles andere ist fake. Alles Gute jetzt zu Ostern, Alter, weil wir kurz davor sind. Ballern, such die Eier, bestimmt nicht bei deiner Schwester. Wir sind auch Muslim. Wir denken genau das Gleiche. Schwere Geschichte, ein Mädchen, Kopftuch, hat sich gedacht, einmal in ihrem Leben Spaß haben. Ihre Freundin hat sie dazu überredet, ist in die Disco gegangen. Wo die Kumpels von dem Bruder auch waren, aber die kannten das Mädchen ja nur mit Kopftuch. Also geben die den K.O.-Tropfen, die Mädchen werden so bisschen besoffen mäßig, voll K.O. Und danach ein dritter Kumpel wartet, ja. Die nehmen die Mädchen mit. Und nachdem die halt im Gange waren, eine schöne Sexorgie mit mehreren Leuten, hat sich halt einer dabei gedacht, ich will auch mal schauen, wer dahinter steckt, hinter dem Tuch. Und nachdem er das abgenommen hat, hat er gesehen, dass es wohl seine Schwester war. Der hat dann von all seinen Freunden den Kopf abgeschnitten. Hab ich gehört. Er hat alle umgebracht, den Kopf abgeschnitten und sich selber dann auch. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich habe auch gehört, dass das Mädchen zur Psychiatrie liegt, Alter, ja? In die Nervenklinik bei uns Spandau. Aber was jetzt wirklich mit der ist, Alter? Keine Ahnung. Wer von uns lebt? Wo sind die Werte? Wo sind die Momente, wo man lebt? Wann? Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sollte ich doch eigentlich sagen, Dankeschön, dass ich aufgestanden bin, dass ich lebe. Ja? Jedes Mal, wenn ich was trinke, esse. Oder jeden Moment, Alter. Selbst wenn ich scheiße, ist es die Kunst. Es ist für die Ewigkeit, es ist beständig. Das war das einzige Mal, dass ich so eine Wurst gekackt habe. Ich werde nie wieder so eine Wurst kacken wie an diesem Morgen. Nie wieder.